von der vorherigen Patientin, Herr Hoffmann, mal schauen wollen. Die Brustkrebsfrüherkennung wird ja durch die Tastuntersuchung sichergestellt. Ja, genau. Und das ist eine Geschichte, die oft genug im Praxisalltag rein zeitlich zunächst mal zu kurz kommt. Die Rahmenbedingungen dazu sind einfach nicht optimal. Und erst ab dem 50. Lebensjahr ist auch vorgesehen, dass eine Mammographie, also ein bildgebendes Verfahren, zusätzlich mit eingesetzt wird. Das sind ja manchmal die einfachen Gedanken, die die größte Tragweite entwickeln. Wenn die Tastuntersuchung die Basis der Brustkrebsfrüherkennung ist, dachte ich mir, würden ja Blinde mit ihrem besonders gut trainierten Tastsinn besonders qualifiziert sein, eine solche Untersuchung durchzuführen. Und das haben wir dann in Verbindung mit Ausbildungszentren für die Blindenqualifikation zu einem Curriculum ausgebaut, was inzwischen unter dem Namen Discovering Hands eben diese Ausbildung gewährleistet. Die medizinischen Tastuntersucherinnen, die MTUs, arbeiten ja immer unter Verantwortung eines Arztes, aber letztendlich natürlich doch im Rahmen ihrer Tätigkeit sehr autark, sehr selbstständig. So, Frau Frankenthal, schön, dass Sie da sind. Ich muss Ihnen noch so ein bisschen was fragen. Wenn man sich anschaut, dass natürlich im Arbeitsmarkt für Blinde viele Berufe, in denen früher Blinde tätig waren, gar nicht mehr existieren, also die Telefonistinnen und viele andere Bereiche, die nicht mehr gebraucht werden, dann ist es so, dass natürlich mit der neuen Tätigkeit, die wir jetzt entwickelt haben, auch ein ganz neues Arbeitsfeld eröffnet wurde. Und das ist für viele der MTUs auch eine Sache, die sie hoffnungsvoller in die Zukunft blicken lässt. Und das freut mich natürlich auch sehr. Und die Arme einmal auf die Schultern, bitte. Wir sind durch visuelle Einflüsse nicht abgelenkt. Wir haben mehr Zeit als die Ärzte. Also wir haben maximum eine Stunde Zeit. Das macht schon einen sehr großen Unterschied. Diese Klebestreifen hat Dr. Hoffmann erfunden. Und diese Klebestreifen sind mit Punkten gekennzeichnet zur Orientierungshilfe für uns, sodass wir wirklich punktgenau immer von Zeile zu Zeile die Brust abtasten. Und das wird durch den sogenannten MTU-Walzer, wie Dr. Hoffmann ihn genannt hat, gemacht. Also immer in zwei Schritten vorwärts gegangen und in drei Tiefen. Blindenausbildung ist ein recht spezielles Feld und es ist zwingend erforderlich, da die Fachleute für Blindenqualifikation mit einzubeziehen. Das ist uns gut gelungen in Zusammenarbeit mit dem Berufsförderungswerk in Düren. Zusammen mit denen haben wir dann ein völlig neues Curriculum aufgelegt, das dann die Grundlage für das Zertifikat ist, was unsere MTUs erhalten, nachdem sie insgesamt eine 9-monatige Ausbildung gehabt haben. Ja, Dr. Hoffmann. Hallo, Dr. Hoffmann. Hallo, Dr. Hoffmann. Hallo, Ja, Sie sind schon fertig untersucht. Mhm. Wie war der Befund? Ich habe keinen Tastbefund, Dr. Hoffmann. Also 14 MTU sind insgesamt ausgebildet worden, 11 sind zurzeit in Praxen oder in Krankenhäusern beschäftigt. Zusätzlich ist es so, dass bereits erste Krankenkassen bereit sind, die Kosten für die Untersuchung, die ja so in Höhe von 30 bis 35 Euro liegen, zu übernehmen. Wir hoffen, dass auch weitere Krankenkassen sich den Beispielen anschließen werden. Und dann wäre natürlich auch eine ganz andere Grundlage für die Wirtschaftlichkeit gelegt. Wenn es durch Discovering Hands gelingen kann, auf der einen Seite die Früherkennung für Frauen, was Brustkrebs angeht, besser zu machen, auf der anderen Seite blinden Menschen ein neues Tätigkeitsfeld zu geben und zum dritten nach außen hin zu transportieren, dass eben Behinderung nicht immer Behinderung, sondern manchmal auch Begabung ist, dann haben wir eigentlich ein großes Ziel erreicht und dafür lohnt es sich, sich auch anzustrengen und dafür lohnt es sich auch zu kämpfen.